Hallo, ich bin Sebastian von Westermann Radialwesen. Ich melde mich heute mal aus unserem Vertriebsgebäude hier in Meppen, wie man wahrscheinlich auch erkennen kann. Ich habe mir heute mal zwei von meinen Vorführmaschinen geschnappt und einen Bürstenring in der Hand, weil ich heute mal auf die verschiedenen Bürstenringe eingehen möchte. Jetzt ist ja die Zeit, wo die Sonne allmählich wieder hochkommt draußen und man hat die Flächen grün, viel Moos in den Fugen und will das weghaben. Und da kommen viele Leute auf uns zu und fragen, wie man es machen kann. Da haben wir einmal die Variante nur Draht. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Video schön erkennt. Wir machen nachher, blenden wir noch ein paar Bilder für euch ein, wo man es richtig sieht. Dann haben wir hier die Variante Drahtmischbesatz und die Variante rein Kunststoff. Viele Leute gehen hin zum Frühjahr, da wird immer gefragt, wie man es am besten machen kann, machen einmal einen Grundputz, also einmal mit Draht oder Drahtmischbesatz und machen sich die Flächen schön sauber und bleiben das Jahr über dran mit dem Kunststoffbesen. Um das mal vernünftig zu sehen, haben wir uns gedacht, wir gehen mit euch nach draußen. Das heißt, ich schnappe mir gleich die beiden Maschinen, packe die aufs Auto und dann sehen wir uns gleich am nächsten Drehort wieder und dann setzen wir das Ganze mal ein. So, da sind wir wieder, wie gesagt, mit meinen beiden Vorführern. Wir haben uns hier eine schöne Fläche rausgesucht und jetzt wollen wir euch mal zeigen, wie wir das Ganze in Angriff nehmen und sauber machen. Abgefegt haben wir das Ganze. Das heißt, ich habe mir jetzt den Besen mit dem Metallbesatz geschnappt, die Höhe eingestellt. Wie man das macht, habe ich schon mal erklärt. Und dann würde ich sagen, kümmern wir uns jetzt um die Probe hier. Das war es auch schon wieder. Das ging relativ zügig. Wir haben die Flächen so ein bisschen bearbeitet. Ohne großartig ins Schwitzen zu kommen, habe ich ein schönes Ergebnis, würde ich sagen. Ja, dann packe ich die beiden Dinger mal ein und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wie gesagt, wenn Fragen auftauchen, wie immer gerne in die Kommentare. Besucht uns im Internet unter www.westermann-radialwesen.de und lasst euch nicht mehr ärgern.